Ja, hallo, liebe Pfeifenfreunde, liebe Genussmenschen. Herzlich willkommen zu meinem neuen Video auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr wieder mit dabei seid. Und an allererster Stelle möchte ich mich bei euch bedanken. Und zwar bei euch, den Zusehern und den ganzen Abonnenten, dass ich in so kurzer Zeit nach Kanalstart schon über 200 Abonnenten habe. Damit habe ich wahrlich nicht gerechnet. Na, und das freut mich natürlich ungemein. In dem Sinne ganz, ganz herzlichen Dank an euch da draußen für diesen Support. Finde ich super, finde ich richtig klasse. Ja, der nächste Dank geht raus an den lieben Tobias von Strandkorbgedöns. Tobias, natürlich verfolge ich deine Podcasts. Was für eine Frage. Du hast mir einen mega Shoutout gegeben. Als ich das gehört habe, bin ich wirklich vom Glauben abgefallen, dass du mich damit meinst. Ganz, ganz herzlichen Dank nochmal an dieser Stelle an dich. Hat mich wahnsinnig gefreut. Und in dem Zusammenhang gleich der nächste Dank für einen Shoutout in dem letzten Video von dem Country Maniac Marco. Ganz, ganz herzlichen Dank auch an dich für das Shoutout. Ich habe mich wahnsinnig gefreut. Herzlichen Dank für eure Unterstützung, euren Support. Klasse, finde ich richtig super. Was ist das Thema heute? Ihr habt es wahrscheinlich schon ein bisschen, oder ihr könnt es erahnen, was auf euch zukommt, was wir heute machen. Und zwar habe ich ein kleines Interview, was ich gleich führen werde, und zwar mit dem Oliver Fries. Wer den Namen noch nicht kennt, wem das noch kein Begriff ist, ich denke mal, die einen oder anderen von euch haben schon den Namen Zigarre 24 gehört. Olli ist der Mann, die Persönlichkeit hinter Zigarre 24 und auch dem Shop Zigarrenfries, beides in Geesthacht angesiedelt. Also auch eigentlich, man kann sagen, in direkter Nachbarschaft von der Darnpipe. Und wie ihr wisst, Zigarre 24 führt ja das Sortiment weiter, übernimmt den Versandhandel von Darnpipe. Und in dem Sinne dachte ich mir, stelle ich euch doch einfach mal die Person vor für ein kleines Interview mit der Person, die uns das alles ermöglicht hat, die hinter Zigarre 24 steckt. Das heißt, ich fahre jetzt gleich zu Olli in den Laden, mache einen kleinen Location-Wechsel, aber nichtsdestotrotz vorher noch mal ganz kurz, was wird geraucht, was wird getrunken. Rauchen tue ich heute den, na, ich fokussiere mal, Dans Gedröhn von Michael Apitz. Passt ja auch ein bisschen zum Thema. Und das Ganze wird verschmökert in einer, na ja, super, wenn man die Finger vor die Pfeife hält. So, in einer wunderbaren Georg Jensen. Lässt sich hervorragend rauchen. Ganz, ganz tolles Pfeifchen. Was wird dazu getrunken? Natürlich aus einer stilechten Tasse. Ein geräucherter Schwarztee. Den lese ich jetzt mal ab, sonst kriege ich das nicht hin. Tari Lapsang Souchong. Ich hoffe, ich habe es so halbwegs richtig ausgesprochen. Das ist ein Schwarztee, der geräuchert wurde mit harzreichem Kiefernholz. Klingt sehr spannend und ich muss sagen, klingt unglaublich lecker. Lieber Matthias, lieber Matkai, herzlichen Dank für diesen tollen Tee. Du hast mir ein super Genusspaket zukommen lassen und der Tee ist Granate. Und was witzig ist, er passt zu einem süßlichen Tabak hervorragend. Dieser schöne Kontrast, rauchig und süß vereint, ganz, ganz toll. Kann ich jedem nur empfehlen, mal so einen geräucherten Tee zu probieren. Also lieber Matthias, auch nochmal an dich ganz, ganz herzlichen Dank für das tolle Paket. So, bevor ich euch jetzt hier eine Frikadelle ans Ohr quatsche, das muss nicht sein. Ich fahre jetzt schnell zu Olli runter. Wir sehen uns gleich wieder bei ihm im Laden. In dem Sinne, bis gleich. Ciao. Ja, hallo ihr lieben Genussmenschen. Wie ihr seht, ich habe jetzt einen kleinen Location-Wechsel gemacht. Wie angekündigt, bin ich jetzt in den Räumlichkeiten von Oliver Fries, der hier auch neben mir steht. Und Oliver ist ja bekannt als der Mann oder die Persönlichkeit, die Person hinter Zigarre 24, die ja das Darnpipe-Sortiment weiterführt. Wie angekündigt, wollte ich euch mal einen kleinen Einblick geben, wollte euch mal Oliver vorstellen. Wir beide kennen uns jetzt schon ein paar Tage und erstmal herzlichen Dank, dass du dich bereit erklärst hast, auch hier vor die Ja, Kamera zu gerne, kommen. gerne, gerne. Ja, das höre ich gerne. Das freut mich. Gerne. Genau, und Olli ist
jemand, der sehr, sehr erfahren ist in dem Bereich des Tabaks, ein echter Tobakonist, kann man so sagen. Nicht jemand, der hier gerade eben eingestiegen ist und sagt, ach komm, die ganze Schose, das Sortiment von Darmpipe führe ich jetzt mal weiter, sondern der Mann weiß, was er tut. Und in dem Sinne, ja, Olli, stell dich doch vielleicht einmal kurz vor, vielleicht kannst du uns so ein bisschen erzählen, wie ist das alles gekommen, vielleicht auch, wie ist das mit Darmpipe gekommen, dass du das übernommen hast und dass wir mal so ein bisschen Einblick bekommen von dir, von deiner Person. Und dass meine, unsere Zuschauer nachher auch so ein bisschen wissen, wer du eigentlich bist. Das mache ich. Also auf Moin von meiner Seite, sagt man hier so bei uns. Wir sind ja gar nicht weit weg von der Darmpipe. Und das ist eigentlich auch das, was ich so spannend finde, dass wir einfach nur die Elbe hoch oder die Elbe runter, kommt auf an, von wo man losfährt. Die Nachbarschaft. Einfach die Nachbarschaft hat. Das heißt, diese Nachbarschaft ist eigentlich auch eine ewige Verbindung. Also wenn ich damit anfange, wie wir die Darmpipe kennen, also Heiko Behrens, der für mich die Darmpipe immer war, auch mit Frickert und den anderen Leuten damals, aber Heiko eben als federführend, war eigentlich für mich fast immer da. Er kommt aus der Gegend hier, hat das aufgebaut, was wir alle mögen. Wir selber machen das seit über 50 Jahren. Ne? Also nicht so, dass wir das erst seit gestern machen. Meine Familie hat das angefangen hier in Geesthacht, meine Eltern. Und Heiko war eigentlich immer da. Es gibt sogar eine tolle Anekdote, dass das, was ich jetzt tue, Heiko hat damals mich gefragt, ob ich nicht vielleicht bei ihm das machen möchte. Und das habe ich damals meinem Vater nicht antun mögen. Und ich habe mich dann hierfür entschieden, was ich total gerne mache. Ich finde in der kleinen Stadt arbeiten einfach gut. Geesthacht ist 30.000 Einwohner, das weißt du, du wohnst hier in der Gegend. Und das ist einfach eine nette Stadt, wenn man die Leute kennt. Und das ist das, was ich mich entschieden habe. Wir selber, habe ich schon gesagt, machen seit über 50 Jahren Tabakwaren. Ich selber bin, wenn im selbstständigen Haushalt geboren oder reingeboren ist, dann kriegt man das mit. Ich habe hier als Kind schon gearbeitet. Das wurde als Spielen versteckt von meinen Eltern. Aber gearbeitet habe ich hier und so spielerisch. Und dann war irgendwann die Diskussion, ja, wer macht das denn? Und dann versuchen starke Väter immer die Söhne in den Beruf zu bekommen, was ja auch Sinn macht. Und dem bin ich dann auch so gefolgt, dass ich dann irgendwann auch eine Lehre in einem Tabakwarenhandel in Hameln gemacht habe. Da gab es einen sehr, sehr guten Kollegen. Das gibt es heute nicht mehr leider. Und wie es so vielen passiert. Und da habe ich mir aber entschieden, dass das nicht alles sein kann. Ne? Und danach habe ich lieber Informatik studiert. Das ist eigentlich auch wieder so ein Ding, wo zwei Sachen sich zusammenführen. Du hast die rein mathematische Seite, die mir total gefällt, aber ich stehe auch gerne im Laden, weil ich gerne mit Menschen arbeite. Ich war der atypischste Informatiker, den es eigentlich gab zu der Zeit damals. Ich war voll da drauf auf EDV, aber eben trotzdem irgendwie kommunikativ und schräge. Aber es sind ja trotzdem zwei Welten, die da so ein bisschen zusammenprallen. Ne? Jetzt also, ja, aber das, ja. Ja, gut, deswegen, aber jetzt habe ich jetzt gerade diese beiden Welten. Ja. Ne? Ich habe diese Genussseite, die wir als Familie schon lange gemacht haben, und meine Ausbildung ist halt diese 0 und 1 gewesen. Und dann bin ich irgendwann hierher gekommen, weil meine Eltern gefragt haben, was machen wir mit diesem Geschäft? Und dann habe ich mich entschieden, meinen Job aufzugeben. In der Welt rumzureisen ist eine schöne Sache. Nach ein paar Jahren wird es langweilig, ne? Weil man sieht eigentlich nur Flughäfen und Hotels. Ja. Und dann habe ich gesagt, gut, dann mache ich das hier. Ein witziges Gespräch, vielleicht als Anekdote. Mein Vater hat mich dann gefragt, was ich woanders verdiene, weil nur für das Geld würde ich auch hierher kommen. Und das hat, er war sehr erstaunt, was man in der EDV verdient. Okay, gut. Aber das, hier kann man ja, ja. Auf die Tabakseite kommen. Genau. Bin ich dann praktisch mit der Familie hier wieder reingekommen, 1994. Hatte das große Glück, das eigene Haus meiner Mutter, muss man sagen, also meiner Familie, umzubauen. Das heißt, alles, was hier so steht, habe ich gemacht. Da hatten meine Eltern mir sehr viel Freiheit gelassen, sodass ich das so bilden kann, wenn man ehrlich sagt, mit dem Geld meines Vaters, aber ich das tun konnte, was ich wollte. Das was hier steht, ist jetzt so eigentlich alles meins. Ich kenne hier jede Schraube im Laden. Ja, perfekt. Ne? Und das war eigentlich so der Anfang, wie ich hierher gekommen bin. Und zur Darmpipe kennen wir ewig, habe ich gesagt. Heiko ewig, immer tolle Gespräche auf allen Messen, wenn wir uns getroffen haben. Wir wohnen so dicht nebeneinander, wir sind teilweise zusammen zu Zigarrenabenden gefahren. Also mit Heiko habe ich wirklich eine sehr, sehr gute Zeit verbracht und er hat mir auch viel beigebracht. Na, darum geht es ja auch. Ne? Und der Unterschied ist eigentlich zur Darmpipe, die mich ja auch in der Einheit mit der Darmtabakosee
ich sehe das so, mit dem Produktionsbetrieb. Du hast vorhin gesagt, wenn man da reinkommt, es riecht so schön. Das ja, schafft keiner. Genau. Das schafft keiner, der nicht produziert. Das ist einfach so. Das genau, war, genau. Du hast immer dieser Geruch, das kriegt kein Geschäft. Genau. Das ja, fasziniert immer. Ich hatte ja, noch als kleine Anmerkung von, als wir uns schon mal ein bisschen so warm gesabbelt haben, angemerkt, ja, wenn man bei Darmpap reinkommt, draußen schon der Geruch. Man kommt durch die Tür, man fühlt sich einfach ja, zu Hause, man fühlt sich wohl. Und so ein bisschen mein Spruch war auch, also wenn man einen Tabak kreieren könnte, der so riecht und schmeckt, wie es bei Darmpap riecht, das wäre bombastisch, grandios. Aber so einfach ist das leider. Sollten wir das in die Luft in Tüten verkaufen. Genau. Es gibt demnächst Dosen bei Zigarre 24 mit Darmtabakurlaub. Wäre der Renner. Ja, genau, Renner. Ich glaube schon. Fall. Aber sehr, sehr kurzfristig. Ne? Weil aber egal, der Genuss wäre es mir wert. Auf die eine Sekunde. Vielleicht sollten wir große Tonnen damit verkaufen und nicht nur kleine Dosen. Also so grundlegend ist es, ich bin immer mit Tabak verbunden gewesen. So eine Kleinstadt, ich behaupte immer, das mache ich mittlerweile wirklich felsenfest, dass es für eine Kleinstadt, das, was wir hier haben, eigentlich ziemlich gut ist, weil viele Kleinstädte haben gar nichts mehr. Mhm. Das ist so, deswegen haben wir auch so viele Kunden, weil Zigarre 24 oder die Darmpap hatte so viele Kunden, weil es einfach das, was man möchte, nicht mehr gibt. Das weil, ist so, ja. Ist schon enttäuschend, wenn man irgendwo reingeht und sagt, wo ist denn das oder das und dann sind das zwei Produkte. Das ist in den allermeisten Läden einfach ja, so. Das muss man einfach sagen. Also deshalb habe ich ja auch den Weg zu euch gefunden. Mhm. Als ich den Humidor, an dem wir jetzt hier stehen, das erste Mal gesehen habe, war ich hin und weg und habe gesagt, okay, hier bist du definitiv nicht das letzte Mal gewesen. Mhm. Und das ja auch bis heute. Ne? Und das ist natürlich das Schöne, einen gut sortierten Laden halt nebenan zu haben. Ne? Also ich meine, ich kann wirklich, wenn ich sage, okay, Freitagabend, 17 Uhr, da wird es auch die Zigarre rauchen, die habe ich bei dir gesehen. Ich kann mich ins Auto setzen und ein paar Minuten später bin ich wieder zu Hause und habe genau das Produkt, was ja, ich haben möchte für einen genussvollen Abend. Und die kannst du dir aussuchen, ne? Also ja, den stehst du da vor. Ich finde, ja, also jetzt, wie gesagt, ich als alter EV, dieses, sag mal, reine Produkte besorgen, das funktioniert heute mit Klick. Mhm. So, Genuss hat auch was mit Angucken, mit Anfassen zu tun, ja, mit, oh nein, doch, auch diesmal nehme ich mal die größere, heute ja, mehr Zeit. Ja. Lachs gesagt, meine Frau ist heute nicht da, ne, habe ich also mehr Zeit und das merken wir hier aber auch. Ne? Und es gibt hier so einen netten Spruch von meinem Vater und mir, wenn man das durchrechnet, muss man wahrscheinlich als Steuerberater sagen, das ist zu viel, aber ich finde, dass man Kompetenz auch nur mit guten Produkten zeigen kann. Ja. Und zweitens ist dann, wir haben uns dann immer gegenüber den Steuerberatern so erklärt, das ist unsere Eisenbahn, die haben wir nicht im Keller und das ist unser Klimaraum. Und wenn wir hier eine schicke Kiste zeigen, die irgendwie 1.000 Euro kostet, dann kostet sie halt 1.000 Euro. Ja. Und die möchte ich einfach als Kompetenz zeigen. Ne? Ja. Weil das ist wichtig, weil dadurch möchten wir und müssen wir uns auch unterscheiden von allen drumherum und deswegen machen wir das auch schon so lange. Und hier gibt es in der Gegend Darmpap jetzt nicht mehr. Das war das Mekka. Ne? Ja. Und das finde ich auch, ja, hatten wir ja auch besprochen. Das ist genau, schon der Platz, wo man hier in der Gegend auch hingefahren ist. Ja. Ne? Weil das ist als in der Kombination mit der Darmtabakko ist das nirgendwo wiederzufinden. Nee, einzigartig. Ja. Wirklich einzigartig. Ja. Ne? Also deshalb ja auch für mich persönlich, einfach als jemand, der gerne zu Darmpap gefahren ist, halt auch so ein großer Verlust. Ne? Mhm. Einfach dieses, man fährt zum Beispiel Freitag nach der Arbeit auf ein gemütliches Pfeifchen hin, man nimmt immer irgendwas mit. Also mir ging es so, ich bin da nie so ganz ohne irgendwas mit rausgegangen. Michael und allen drum und dran, das ist ja auch nun... Also wenn braucht man nicht viel zu sagen. Michael kenne ich 30 Jahre, glaube ich, vielleicht sind es 25, aber ja, die kennen wir uns locker. Und ja, das ist ja das Schöne auch in der Branche. Also ja, die Branche ist ja eine sehr nette und die Guten kennen sich. Ja. Und du kannst also, wenn jemand sagt, ich habe in Passau was gekauft, dann weiß ich, bei wem das war. Ja. Ne? Und ich war in Freiburg, da weiß ich auch, bei wem das war. Ja. Oder in Bremen oder so. Und das ist einfach das Schöne, dass man sich auf Messen trifft, ja, dass man sich bei Veranstaltungen trifft, dass man sich bei Vorstellungen von Produkten trifft und dass wir zum Glück so weit auseinander sind, dass wir uns gegenseitig eigentlich nur befruchten können. Ne? Und das ist das Nette, da ist das Netz ein bisschen gemeiner, sagen wir mal so. Das Netz ist da etwas, eben weiter gefasst. Bisher haben wir alle unsere eigenen Bereiche gehabt. Aber das ist trotzdem so, das bleibt so, weil viele sind Familienunternehmen. Also das ist wirklich so. Es gibt ganz wenige, die das als, sagen wir, 5-7 Jahre als Geschäft machen und ganz viele kommen einfach daher. Ne? Ja, aber gerade die Traditionsgeschäfte sind ja das Schöne. Mhm. Ne? Also das finde ich auch, also mir persönlich geht es so, ein anonymer Laden gibt mir nicht viel.
ne, ein Geschäft, wo ich doof gesagt nicht nur Kunde, sondern eine Person bin, ein Mensch bin, der auch, ich sag mal, ein schönes Gespräch führen kann, wertgeschätzt wird etc., zumindest das Gefühl hat, dass es so ist. Das ist ein ganz anderer Schnack. Das ist ja Einkaufen. Ja. Also ich finde immer, gerade in kleinen Städten, also ich bin hier groß geworden, bin in der großen Stadt mal gewesen und das war einfach zu langweilig. Ich fand das irgendwie anonym durch die Gegend laufen, keiner kennt einen und hier kennst du alle, du kannst alle fragen, du kannst alle etwas bitten, weil jeder hilft jedem und das ist einfach... Also ich finde kleine Stadt gut, sagen wir mal so. Und das ist mit Naumburg und Geestadt genauso. Das sind zwei kleine Städte und da kennt man selbst es, über diese... Es passt hervorragend. Ne? Also deshalb ja finde ich es sehr schön, dass es jetzt von Naumburg zu dir gewechselt ist, die ganze Geschichte. Ja, es ist auch spannend, weil wir haben die, wir haben ja Tabake, die wir als Eigenmarke haben. Die heißen Herzog von Naumburg. Ja, kenne ich. Habe ich schon geraucht. Genau, Herzog von Naumburg. Und das Spannende ist, also diesen Titel haben wir schon ganz lange. Wir haben Zigarillos auch mit diesem Namen, lassen wir halt produzieren. Und dieser Tabak kommt halt von der Tabako. Ja. Wir sind als Familie auch ein bisschen daran beteiligt, zwar nur ganz, ganz klein, aber es gibt schon ewig eine Verbindung zur Produktionsstätte dieses Tabaks, den wir alle so mögen. Und das ist eigentlich auch, soll auch zeigen, wie lange wir das eigentlich schon machen. Und ich bin auch ganz sicher, ich möchte nicht alles verraten, wie ich zu diesem Job gekommen bin, den ich jetzt neu habe. Aber es ist auch eine lange, lange, sehr freundschaftliche und faire Partnerschaft, Gemeinschaft. Wir kennen uns alle. Ne? Und ich glaube, ich habe mich manchmal gefragt, warum ich das jetzt machen darf. Also jetzt ganz, wieso ich? So, und ja. Wir, meine Frau muss ich sagen, ist eindeutig, die arbeitet ganz viel mit. Wir sind im Familienbetrieb weiterhin. Ja. Meine Frau muss ganz viel im Versandhandel arbeiten, was sie vorher, sie kann das, aber vorher, jetzt ist es mehr. Dank allen, die da kaufen, ne, muss man so sagen. Und dass dieses Familiengemeinsame und das hat es, glaube ich, ausgemacht, dass ich gefragt wurde. Mhm. Ne? Und das. Ich frage mich manchmal, warum, aber eigentlich weiß ich es, weil wir in der Nähe auf jeden Fall auffallen, ne? Und wir uns wirklich schon ewig kennen. Und deswegen ist das Zigarre 24 oder eben Zigarren Fries geworden, weil die, das kann ich vielleicht noch kurz erzählen, Zigarre 24 habe ich, nachdem ich diese Geschäfte, wir haben drei in Geestacht, alle geführt habe oder immer noch führe, habe ich irgendwann einen Kollegen getroffen, der seinen Onlinehandel verkaufen wollte. Ah, okay. Ich habe den nicht aufgebaut, weil ich habe meine Energie hier in den Lokal total mit hoher Freude in diese lokalen Laden gesteckt. Ne? Also meine EDV-Seite habe ich hier auch voll ausgelebt. Also technisch ist das hier echt, glaube ich, top für einen Tabakwarenladen. Ja. Aber ich hatte keine Zeit für online. Weil das als eine Person und mit Familie, mit zwei Töchtern und allem drum und dran, in dieser Phase, wo man die groß werden sieht, von null auf jetzt voll erwachsen, ist das schon... kann man sich nicht spalten. Also ich hatte keine Lust, zwei Sachen halb zu machen. Und deswegen habe ich einen bestehenden Shop gekauft, vor mittlerweile, muss ich nachdenken, 7, 8 Jahren. Mhm. Von da war es auch so einfach für mich, das Ganze am Ende zu übernehmen, weil wir die Infrastruktur, wir haben den Shop schon zweimal gewandelt, also ich habe schon verschiedene Shop-Systeme und so, das kann ich auch irgendwie. Und wir haben am Ende für den Umbau, ich sag mal, keine 4 Wochen gehabt. Und das ist... vier stimmt ja gar nicht. Noch viel weniger. 13. Mai. Ne? Und dann 1.6. betriebsbereit. Ja, das ist kurz. Sehr kurz. Sehr kurz. Aber wenn man sich zutraut, dass man es kann, wenn die anderen einem das zutrauen, dass man das kann, und wenn man Mitarbeiter hat, die mitziehen, haben alle gemacht. Tag- und Nachtschicht, also wirklich, hat richtig gut geklappt. Also tolles Team auch dahinter. Das hatte ich halt schon. Ne? Wenn wir beide das anfangen würden, müssen wir uns erstmal einen Raum suchen, wo wir es machen. Genau. Ne? Und dann müssen wir noch, kann auch ein bisschen EDV aufbauen und mal ein paar Kreditkarteninstitute fragen, wie man das abbringt. Das ist eine ganz andere Sache. Das hatte ich halt schon. Ne? Das war der große Vorteil, ne? Dass wir das integrieren konnten. Und was mich freut, ist eben, dass das die schönen Sachen unserer Branche sind. Es geht um Zigarre und Pfeife. Vielleicht kann ich zur Pfeife mal erklären, dass ich, mein Vater war immer sehr erpicht, dass ich mich in der Branche weiterbilde. Also ich war schon als Kind auf der Intertabak. Ich bin dann, wie gesagt, Lehre und dann auch bei zum Beispiel Per Jensen gewesen. Das ist Georg Jensen Pipes, gibt es nicht mehr. Aber der Familienbetrieb aus Dänemark habe ich 14 Tage mitgearbeitet, also wirklich an der Schleifmaschine gestanden und so weiter und so fort. Die haben keine Freehands gemacht, sondern Modellware. Mhm. Also ich habe Kopierfriesen gesehen, also ein Krimskrams, aber eben auch jetzt müssen wir nochmal schleifen und die geht in die Dings. Und das Beeindruckendste dabei war eigentlich, dass um zu zeigen, was das auch für ein Material ist, das wisst ihr alle, aber neben dem Kamin standen Pfeifen, die verfeuert wurden.
Ach. Und zwar bis zum hochpolierten Zustand. Wo einfach gesagt, nein, das ist nicht unsere Qualität. Wahnsinn. Die hat doch einen Riss, das haben wir vorher nicht gesehen. Ja. Oder sie hat so viel Kit, also wir müssen so viel kitten, ja, dass wir es nicht weitermachen. Also wir haben, du hast Rohlinge, abgedrehte Rohlinge gesehen, ja, die noch diese Seitenteile, ja, hatten, die man dann weggeschliffen hat mit grobem Papier, mit grobem Schleifpapier oder Schleifband natürlich. Und das war für mich beeindruckend, gerade für die Qualitätssache, weil du sagst, da habe ich so viel Arbeit reingesteckt. Und nachher wird es verfeuert. Ich habe sie gebeizt, ja, und alles Wahnsinn, fertig und alle Löcher gebohrt. Ich habe da auch gestanden und das ist nämlich gar nicht so einfach, wenn man mit nur einem Bohrer. Jeder weiß das, ne? Wo ist das Bohrloch unten im Kopf? Ne? Also das ist manchmal mit der Hand so und so. Ne? Und dann, wenn man dasselbe Modell macht, geht es einigermaßen. Aber das habe ich auch, ich bestimmt auch eine versaut, das weiß ich nicht mehr. Aber genau, die ist ja lange verkauft, wenn überhaupt. Oder sie ist im Kamin gelandet. Und deswegen habe ich immer dieses, ich mag die Produkte einfach. Und ich mag die Leute, die das kaufen. Weil die sind alle entspannt, nett. Sie gönnen sich was, finde ich auch wichtig. Ja. Das sollte man immer als Mensch auch wissen. Dass man sich irgendwas, kann auch ein Spaziergang sein, ne? Muss nichts, aber dass man sich irgendeine Freude am Leben macht und das ist eben diese Produkte helfen dabei. Ne? Absolut, also mir auf jeden Fall. Ich liebe Pfeifen als Ergänzung, die wissen wir ja, wir haben es ja so gängig, dass genau, du alles irgendwie aus dem Laden magst. Ja, also das Angebot hier ist für mich leider viel zu verführerisch, das muss ich gestehen. An jeder Ecke finde ich hier mal was. Na, aber wie du schon sagst, der Genuss ist das Schöne und ich sag mal, eine gute Pfeife, eine gute Zigarre, ein schöner Whisky oder Rum, ja, der macht den Tag, den Abend natürlich erst richtig schön. Das kann man so sagen. Ne? Und wir sind bei der Zigarre jetzt mit den Tabaksachen. Das war ein großes Portfolio. Ich sag mal, Lachs, wir werden nicht alles richtig machen am Anfang, aber wir bemühen uns unwahrscheinlich und es wird nicht so sein, wie es vorher war. Das kann es nicht. Nein, weil das einfach, funktioniert nicht. Das geht nicht. Geht so nicht mehr. Ja. Und das heißt, für alle, die vielleicht ein kleines Problem haben, das lösen wir schon. Ruf einfach an und das klären wir. Wir hatten jetzt jemand, der hat eine Jesa-Pfeife gekauft und sagt, die sind ja im Preissegment okay, sagen wir mal so. Das heißt, man kann auch mal eine Kittstelle finden und die waren ihm einfach zu viel. Da haben wir ihm halt 2 Pfeifen geschickt. Und sagt, dann such eine aus, schick uns den Rest zurück. Ja. Das wird nicht immer möglich sein. Aber grundlegend sind wir halt bemüht. Das, was passiert oder auch mit dem Produkt passiert, wir stecken da nicht drin. Das ist so, ich bin in keiner Dose drin. Das ist zum Glück nicht. Ja. Und von daher ist das so, dass man, wenn es ein Problem gibt, dann kann man das regeln. Dafür machen wir es hier schon. Kann man miteinander reden. Einfach, ne? Das ist einfach so. Also ich bin, wie gesagt, froh, dass es in deiner Hand gelandet ist, die ganze Geschichte. Danke. Ne? Das ist natürlich, weil wir uns kennen, zum anderen halt auch die Nähe hier zu Darmpipe an sich vom Standort. Das sind ja nur ein paar Kilometer. Also wenn ich mich jetzt ins Auto setze, in 20 Minuten spätestens bin ich bei der Darmpipe. War leider nur 70, da hat erlaubt, erst maximal. Ja gut, das ist ein anderes Thema, da reden wir jetzt besser nicht drüber. Mit Blitzern, also wer das macht. Oder das muss man wissen. Ja. Also der Weg hier von Olli zu Michael, also zu Darmpipe, man muss wissen, wann man, also immer vorsichtig fahren, aber es gibt so ein paar Stellen, wo man aufpassen muss. Genau. Also insgesamt ist das wirklich eine ganz tolle Sache. Mich freut, dass es weitergeführt wird. Ja, das war nicht ganz klar. Ja. Also so, es musste weitergehen, meiner Meinung nach. Aber die Lösung war echt lange am Suchen. Und ich freue mich, dass wir daran mitmachen dürfen, weil das wirklich, also erstmal als Produkt irre Spaß bringt. Und auch die Zusammenarbeit, das finde ich total wichtig. Die Zusammenarbeit mit allen, die bei der Darmpipe und bei der Darmtabakko ist echt super, weil die haben auch mitgeholfen, dass wir das so schaffen können. Ne? Ja, klasse. Ein paar Sachen muss man über die Zeit nochmal nachfeilen, aber wir haben echt einen guten Plan. Das klingt super. Ne? Ich habe nur geguckt, ob ich noch in der Kamera stehe. Ich schiebe langsam aus dem Bild. Ja, das ist ja einfach so, wenn man in Redefluss kommt, dann fängt man an, sich auch mal ein bisschen zu bewegen und der Display ist ja leider begrenzt. Das ist dann dieses halbe Gesicht noch, aber man hat dich ja gehört. Das langt auch. Die meisten kennen mich ja schon. Ich bin ja schon ein bisschen länger auf YouTube unterwegs. Jetzt ja mit meinem eigenen Kanal, jetzt seit kurzem. Das ist jetzt auf meinem Kanal tatsächlich erst das dritte Video, was kommt. Ja. Aber ich habe den Vorlauf. Bin ich jetzt dritter Platz? Oder? Nein, du bist erster Platz. Ne? Aber den Spaß musste ich jetzt machen. Muss ich nicht vor dem aus der Reserve. Nein. Du weißt ja, mit dem dritten Platz fängt es an, dann kommt der Zweitplatzierte und dann kommt der Erstplatzierte. Ja, genau, okay, also so schnell lockst du mich nicht aus der Reserve. Gut, Gut, danke dir. Ja, also erstmal ganz, ganz herzlichen Dank nochmal, dass du heute für mich Zeit hattest, ne, und dass wir uns nochmal kurz treffen konnten, dass du mal so ein bisschen dich vorgestellt hast, mal erzählt hast, wer du eigentlich bist.
Ich glaube, ihr da draußen, die jetzt gerade zuseht, habt einen doch sehr guten Eindruck bekommen, wer Olli hier eigentlich ist, dass hier jemand an unserer Seite steht, der mit großem Know-how diese ganze Geschichte fortführt, der gut vernetzt ist, der weiß, wovon er redet, der es von der Pike auf angelernt hat. Und ich denke mal, da können wir alle wirklich, wirklich froh sein, ja, dass es in deinen Händen gelandet ist, die ganze Geschichte. Also, ja, dann schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Das weiß man nie, aber. Das weiß man nie, aber ja? Ich bin da sehr guter Dinge. Das ist ja also, Norddeutsch, das schaffen wir schon. Ja, sicher, natürlich. Da wird nicht lang gesagt. Jo, das gemacht. Klappt. Genau. Danke dir. Ja, nochmal herzlichen Dank. Ja, und an euch da draußen. Ich mache jetzt keinen Nachspann mehr. Ich sehe nämlich da oben schon die Zeit, die wir sabbeln. Und ich möchte es jetzt auch nicht überfrachten. In dem Sinne verabschiede ich mich von euch. Na, herzlichen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an der Folge und habt jetzt, ich sag mal, einen guten Einblick in das ganze Thema bekommen. In dem Sinne, herzlichen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl. Ciao, ciao. Tschüss.